Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen bei Dark Schnegge Reviews zu einer waschechten Hasbro Transformers War for Cybertron Trilogy Figuren Review. Ja, ihr habt es gewollt, ihr kriegt es jetzt. Es kommt endlich mal eine richtige Transformers Review hier auf dem Kanal. An dieser Stelle natürlich danke, danke, danke auch an Hasbro, dass ihr mir hier ein paar Transformers zugeschickt habt. Ich bin wirklich unglaublich glücklich und happy, dass ich euch heute einfach mal eine schöne, kleine, klassische Transformers Figur zeigen kann. Heute natürlich der Anführer der Autobots hier für euch am Start, der gute Optimus Prime. Und das in dem schönen klassischen Design der Generation One, so wie es halt auch in der Serie War for Cybertron Trilogy, die zurzeit auf Netflix läuft, halt dargestellt wird. Ihr seht schon, die Verpackung gefällt mir auch sehr gut. Ne? Wir haben ein schönes Window, wo Optimus hier schon drin zu sehen ist. Rechts oben seht ihr das Takari-Tomy-Zeichen, dann das Transformers Generation Logo. Und hier unten seht ihr Transformers Earthrise War for Cybertron Trilogy. Das Ganze, wie gesagt, von Hasbro ab 8 Jahren aufwärts. Was ich an diesen Verpackungen übrigens richtig genial finde, sind die Artworks. Also der gesamte Style dieser Verpackung ist sehr nice gemacht. Und ihr seht jetzt zum Beispiel auf der linken Seite ein wirklich unglaublich cooles Bild von Optimus Prime hier noch mit seinem Blaster an der Hand. Das gefällt mir richtig gut. Das mag ich sehr. Und auf der anderen Seite definitiv hier eins meiner neuen Lieblings-Artworks von Transformers, denn das ist so gesehen ja das kleine Titelbild von War for Cybertron, wo ihr hier unter anderem auch noch Megatron seht. Hier ist natürlich Optimus, hier ist die Arche sogar noch, womit die Autobots dann halt fliehen. Das gefällt mir alles wirklich richtig gut, das gefällt mir. Und auf der Rückseite gibt es hier natürlich für euch noch die ganzen kleinen Abenteuer, die ihr mit dieser Optimus Prime-Figur halt erleben könnt. Ich sehe gerade tatsächlich die Farbgebung von diesem Arm hier oben ist in Blau, die ist gar nicht so. Also die Figur selbst hier mit diesem Ärmchen hier, das sieht alles farblich ein bisschen anders aus. Aber das schauen wir uns gleich noch genauer an. Optimus Prime könnt ihr in ungefähr 35 Schritten verwandeln, vom Bot-Modus zum Truck-Modus und umgekehrt. Das finde ich sehr gut. Gehört natürlich auch hier zur Leader-Class, der gute Optimus. Und ist für mich persönlich als Transformers, ich sag jetzt mal nicht Neuling, aber jemand, der Transformers-Reviews noch nicht so oft gemacht hat, doch relativ simpel zu transformieren. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Bevor wir aber zu Optimus Prime selbst kommen, möchte ich euch noch kurz was zeigen, was bei jeder War for Cybertron-Figur mit dabei ist. Und zwar in der Verpackung befindet sich ja so ein kleiner geheimer Pfad, der zu einem Micron führt. Und dafür gibt es halt dieses rote Teil hier. Ich habe mich selbst erst gewundert, das kommt dir doch irgendwie bekannt vor. Und ihr seht das doch schon, hier sind so verschiedene Pfade halt eingezeichnet. Hier ne, ringsrum und rund um Cybertron, das ihr gerade hier unten gerade noch seht. Na, und wenn ihr diesem Faden jetzt mal so ein bisschen folgt, na, und dann gerade in diesem Bereich kommt, dann seht ihr hier, da erscheint Micron, ne? Falls ihr das sehen könnt. Das finde ich ganz lustig und dürfte eigentlich bei jeder War for Cybertron Figur mit dabei sein. Also auch da gibt es noch so einen kleinen Erkundungspfad hier. Ne? Weg ist er, da ist er. Lustig gemacht auf jeden Fall, eine kleine nette Spielerei nebenbei. Aber jetzt würde ich sagen, auf zu Optimus Prime. Und so, liebe Leute, sieht er ausgepackt aus, der gute Optimus Prime. Ich mag das Design. Also ich bin unglaublich happy, dass ich generell jetzt wieder einen richtig schönen Optimus Prime in der Sammlung habe. Ob ihr es übrigens glaubt oder nicht, das ist mein zweiter Optimus, den ich in der Sammlung habe. Vor unzähligen Jahren habe ich euch schon mal einen gezeigt und den habe ich sogar noch. Aber der hier ist der klassische Optimus Prime, so wie ich ihn mag, aus Generation 1 aus den 80er Jahren. Das haben die schön übernommen und das gefällt mir halt. Ne? Wirklich sehr, sehr nice gemacht mit schönen Details. Ihr seht auch hier, was ich euch gerade gezeigt habe. Auf der Rückseite der Verpackung war dieses kleine Ärmchen hier in Blau gehalten. Jetzt haben sie es hier natürlich auch in diesem schönen Grauton halt gehalten. Ich muss sagen, das gefällt mir irgendwie besser, ne? Dass es hier in diesem Grauton ist. Was es damit auf sich hat, das zeige ich euch gleich noch. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal hier Optimus Prime in seinem Bot-Modus ein bisschen genauer an. Denn der ist echt schön umgesetzt, muss ich sagen. Mir gefallen generell die Farbtöne da dran. Natürlich, hier und da fehlt ein bisschen was an Farbe. Zum Beispiel seht ihr hier oben drauf, das sind eigentlich noch ein paar Lampen, die müssten in Gelb sein. Das haben sie jetzt nicht gemacht, aber ist völlig okay. Die Scheiben hier vorne an der Front, die dann später zum Truck gehören, die sind tatsächlich aus durchsichtigem Kunststoff gemacht. Ne? Sind auch so ein bisschen bläulich. Das gefällt mir auch ganz gut. In der Serie waren hier noch so ein paar kleine Risse mit dabei. Das haben sie jetzt natürlich hier nicht mit reingebracht, aber ist völlig okay. Hier natürlich richtig schön das Autobot-Symbol zu sehen. Das gefällt mir auch ganz gut. Genauso wie die Farbgebung jeweils hier an den Seiten von dem Auspuff. Ne, so ein bisschen verchromt das Ganze hier von Hasbro. Das ist auch sehr nice gemacht. Schön geworden auf jeden Fall. Schöne kleine Details. Hier auf der Seite, das ist ein kleiner Schild. Der gehört zu dem Anhänger, den ich euch gerade gezeigt habe. Der kommt dann da noch mit dran. Auch das zeige
zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Na, auf der Rückseite könnt ihr hier auch schon mal so ein bisschen noch was erkennen, und zwar halt, was zum Truck-Modus gehört. Hier sind nämlich zum Beispiel noch ein paar Räder am Start, na, genauso wie hier unten, und die sind natürlich auch alle funktional. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob dieser Optimus Prime in seinem Kopf die bei Transformers typische Lightpipe-Funktion am Start hat. Das heißt, normalerweise haben die Figuren hinten ja so ein kleines Löchlein am Start. Na, hier ist nämlich auch ein bisschen was, seht ihr das? Wo dann so ein bisschen das Licht durchfällt, und dann dadurch leuchten dann halt vorne die Augen. Kann ich jetzt bei Optimus so nicht sehen, aber ihr seht es im Video, dass trotz alledem die Augen wirklich sehr stark zu sehen sind. Ne? Also irgendwie muss da ja was noch am Start sein, aber ich denke mal auch so sehr, sehr cool gemacht. Gefällt mir. Ne? Ansonsten, ihr seht es ja noch, Optimus habe ich jetzt auch noch in seiner Hand seinen Blaster gedrückt, den ihr ihm natürlich auch ganz simpel halt in die Hand drücken könnt. Das finde ich gar nicht schlecht, das Teil. Ne? Sieht auch wirklich sehr cool aus, muss ich sagen. Auch wieder so ein klassisches Design halt, was mir sehr gefällt. Sehr, sehr nice gemacht auf jeden Fall. Optimus hat natürlich in der Hand so einen kleinen Bewegungspunkt, womit er das Ganze dann halten kann. Nämlich hier vorne die Hände, die können wir so ein bisschen öffnen. Seht ihr das? Damit kann er den halt halten. Aber normalerweise, wenn ihr jetzt hier an diesem silbernen Griff halt den Blaster raufpackt, dann hält er den auch von alleine. Ne? Da müsst ihr die Finger nicht gezwungen geschlossen halten. Aber schon sehr nice gemacht. Das gefällt mir sehr. Generell muss ich sagen, optisch natürlich sehr nice, aber auch hier die Bewegungspunkte dieser kleinen Figur, die sind schon echt gut gemacht, muss ich sagen. Aber ich denke, das müssen sie ja auch, weil die sich auch gut transformieren lassen müssen. Ne? Der Kopf sitzt auf jeden Fall auf einem Kugelgelenk. Ihr seht das hier, ihr könnt jetzt Optimus seinen Kopf 360 Grad, wenn ihr möchtet, drehen. Ihr könnt ihn natürlich jetzt nicht weit nach unten gucken lassen. Das geht gerade nicht. Aber nach hinten einigermaßen. Ne? Das ist schon relativ nice gemacht. Die Schultern kriegen wir so weit auseinander. Gerade da passt er ein bisschen auf, wenn der Auspuff hier im Weg kommt. Beidseitig. Na, aber ne, das blockiert sogar bis dahin. Kann auch gar nichts passieren. Das ist sehr, sehr nice. Wir können die Arme 360 Grad rotieren. Wir haben hier einen Bicep-Swivel am Start. Das gefällt mir sehr gut. Wir haben ein einfaches Ellbogengelenk, was aber wirklich sehr, sehr gut hier in Position geht. Das mag ich. Na, das ist super cool. Na, wir haben natürlich jetzt hier die Bewegung der Hände, was ich euch gezeigt habe. Wir können sie 360 Grad drehen. Wir können sie öffnen. Das ist sehr nice. Allerdings hat Optimus Prime keinen Ab-Crunch. Das heißt, wir können seinen Oberkörper jetzt nicht nach vorne und nach hinten bewegen. Aber er hat hier eine Rotation am Start, ne, womit wir dann halt auch noch Optimus seinen Oberkörper bewegen können. Ist aber natürlich hier so ein bisschen eingeschränkt, weil er dann hier auf der Rückseite gegen die Räder gegenstößt. Ihr seht das ja, ne? Aber es ist völlig okay. Die Beine selbst, jetzt kommt natürlich wieder der weltberühmte Schnegge-Split, gehen so weit auseinander. Das ist der perfekte Split für eine Figur. Da bin ich sehr zufrieden mit. Wir kriegen die Beine so weit nach vorne. Auch das ist mehr als okay. Nach hinten auch hier wieder ein bisschen eingeschränkt durch die Räder hier auf der Rückseite. Aber Leute, das ist eine unglaubliche Beweglichkeit. Oberschenkelbeweglichkeit ist hier mit am Start und ein einfaches Kniegelenk, ne, was auch wirklich sehr, sehr gut ist. Das gefällt mir. Die Füße unten selbst, ne, wenn man hier von Füßen reden kann, sind von der Bewegung her jetzt vielleicht ein bisschen steif, aber trotz alledem finde ich es ganz cool. Für die Leute, die ihn vermissen, der Ankle Pivot existiert hier tatsächlich. Denn wir können hier so gesehen die Füße ein bisschen aufklappen. Ne? Damit können wir Optimus in coole Positionen auf jeden Fall bringen. Das ist sehr, sehr nice. Ansonsten ist aber hier bei den Füßen keinerlei Beweglichkeit am Start. Aber ihr seht ja, wenn ihr das jetzt hier mal so ein bisschen aufklappt, kann Optimus sich hier noch in diese Position hier bringen und dann könnt ihr coole Action-Posen machen. Ne? Und er bleibt in Position. Ich finde es unglaublich gut. Ja, und jetzt kommen wir mal zum Anhänger, bei dem ihr schon sehen könnt, dass hier unten noch was fehlt. Da kommt der Schild rein, ne? Den ich euch vorhin gezeigt habe, der an Optimus dran ist. Den könnt ihr hier einfach reinklicken und dann ist das Ganze hier fest und dann passt das soweit. Die ganzen Transformers aus War for Cybertron können sich übrigens noch untereinander so ein bisschen connecten. Das heißt, ihr seht das hier unten. Hier ist noch diese kleine Rampe, sage ich mal. Da könnt ihr andere Transformers halt noch ranstöpseln und dann könnten die zum Beispiel auch diesen ja später transformierten Anhänger halt tragen. Wenn dieser Anhänger aber jetzt, so wie er jetzt hier ist, am Start ist, dann ist es eher, ich sag ja, so eine Art, ich weiß nicht, so eine Art Operationsbasis, ne, womit dann Optimus Prime halt ja operiert werden kann. Und dafür könnt ihr Optimus hier einfach reinstellen. Der hat nämlich hier auf der Rückseite noch dieses kleine Loch hier, ne, dieses Packhole. Und da könnt ihr Optimus dann halt versuchen reinzudrücken. Ich glaube, das war sogar das hier. Ich muss es gerade mal gucken. Auf jeden Fall soll er dann hier so gesehen so ein bisschen reingestellt werden. Ich mache es jetzt einfach mal so für euch. Ich habe ihn da jetzt mal reingelegt. Und zwar, dieser Arm hier, der ist natürlich erstmal sehr cool beweglich auf jeden Fall. Ne? Und der soll dann hier so gesehen Richtung Optimus Prime seine Brust. Und warum soll der zur Brust? Weil Optimus Prime hier so gesehen die Matrix der Führerschaft halt in die Brust eingesetzt wird. Oder halt, ihr könnt es auch machen, als würde sie rausoperiert werden. Ne? Und dafür ist dieses Ärmchen-Ding hier
hier eigentlich am Start. Und das finde ich eigentlich ganz cool gemacht, denn ihr könnt hier Optimus Prime vorne seine Brust öffnen, um Zugriff auf die Matrix zu haben. Da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Ihr könnt das Ganze hier vorne auseinanderklappen. Schaut mal, einfach so. Am besten hier mit dem Fingernagel an der Seite gegengehakt und dann könnt ihr das öffnen. Und innen drin, da befindet sich die Matrix. Und die sieht schon sehr, sehr nice aus, muss ich sagen. Zu Anfang hat es mich so ein bisschen an den Allspark erinnert, weil in der Serie hat der Allspark auch so diesen Orangeton hier, womit hier jetzt halt die Matrix hier umgeben ist. Das ist ganz lustig auf jeden Fall. Und ihr könnt die Matrix da sogar rausfriemeln. Die ist natürlich jetzt ein bisschen fein und filigran, aber ich müsste das eigentlich irgendwie für euch hier hinkriegen. Da habt ihr übrigens nochmal einen schönen kleinen Blick auf das Innenleben von Optimus. Auch das gefällt mir sehr gut. Und hier ist die Matrix. Na, so sieht das Ganze halt aus und das sieht wirklich sehr nice aus. In der Mitte ist ein durchsichtiges, bläuliches Kunststoff gehalten. Na, das ist sehr cool gemacht. Auf der Rückseite ist das Ganze dann halt so. Von innen natürlich ein bisschen hohl, aber es ist völlig okay. Und wie gesagt, ihr könnt die Matrix da jetzt halt reinpacken oder ihr könnt halt diese Ärmchen hier benutzen. Wartet mal, wo sind sie? Ab ins Bild. Die können das Ganze dann halt auch halten, ne, wenn ihr möchtet. Und dann könnt ihr das so machen, als würde halt ja dieses Gerät hier halt die Matrix bei Optimus hier hinten dann halt so gesehen reinsetzen. Finde ich persönlich sehr, sehr nice. Na, aber ich persönlich sage mir, bevor sie verloren geht, packe ich die Matrix hier wieder bei Optimus rein. Denn ihr seht, hier sind zwei Nupsis. Da kommt das Ganze dann einfach wieder reingeschoben. So, und die klappen zu. Und dann ist die Matrix der Führerschaft hier bei Optimus Prime sicher und da, wo sie hingehört. Aber jetzt kommen wir zu dem Part, der, glaube ich, mit am interessantesten für euch ist, die Transformierung in den Truck. Und ich hoffe, dass ich das noch einigermaßen hinkriege, denn ich bin sehr ungeübt bei Transformers, aber ich denke mal, das wird schon irgendwie klappen. Denn wir haben hier natürlich auch noch eine richtig schöne Anleitung mit am Start, wo wirklich jeder einzelne Schritt perfekt halt hier für euch noch gezeigt wird. Das finde ich ganz gut gemacht. Ne? Auch die Sachen, die ihr gerade zum Beispiel bewegt, die sind hier ein bisschen farblich dargestellt. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und bei Optimus, muss ich sagen, war das doch relativ leicht. Aber ich werde das so ein bisschen nach meinem Style machen, so wie ich mich halt bei Optimus relativ wohlfühle mit dem Verwandeln. Also ich halte mich jetzt nicht zu 100% hier natürlich an die Anleitung. Aber lasst mal schauen, ob ich das Ganze überhaupt hinkriege. Also, wir fangen erstmal an. Als erstes würde ich sagen, bringe ich hier die Arme nach oben, weil dann sind sie mir nicht mehr im Wege und drehe die Arme hier einmal auf die Seite. Hier sind nämlich kleine Klappen am Start. Schaut mal hier, diese Klappen, die könnt ihr öffnen und da könnt ihr dann halt die Hände drin verschwinden lassen. Ihr lasst sie einfach drin, ne? Weg damit. Das Ganze hier auf der Seite auch. Und da haben wir schon mal ein kleines Problemchen weniger. Ne? So, weg sind sie. Dann als nächstes würde ich sagen, das mache ich irgendwie immer als erstes, ich klack die Beine unten zusammen. Hier habt ihr natürlich jetzt ein paar kleine Connection Parts, wo ihr dann halt die Beine hier reinklackt. Na, wartet mal. So, ihr hört das auch. Klack, klack. Dann sind die Beine hier schon mal drin. Dann hat Optimus Prime tatsächlich hier noch bewegliche Knieschützer. Na, diese Knieschützer, die bringe ich jetzt einfach mal hier nach oben. So, na, relativ einfach gemacht. Dann sieht das auch schon mal nice aus. Und hier unten auf der Seite die Füße, die könnt ihr zusammenklappen. Die bilden nämlich so gesehen schon das Heck von unserem Truck. Na, so sieht das Ganze dann halt aus. Ne? Und da könnt ihr euch schon ungefähr vorstellen, wie das dann später in der Truckform aussieht. Ja, ansonsten fangen wir jetzt hier mal an. Das wird jetzt sehr, sehr interessant auf der Rückseite. Und zwar gibt es ja hier diese Reifen, die ich euch auch schon gezeigt habe, die bei der Beweglichkeit ein bisschen im Weg sind. Die könnt ihr jetzt hier an Laschen auseinanderklappen. Ne? Einmal so und einmal so. Und dann könnt ihr das Ganze hier einmal umklappen. Na, und dann können wir hier gleich, wenn wir schon hier sind, diese beiden Klappen hier, seht ihr das, da wo meine Finger dran sind, die können wir jetzt auch einmal umklappen. Na, dann sind die auch schon mal hier drin. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, jetzt Optimus einmal hier schon komplett umdrehen. Na, einmal so, dann sieht das Ganze so aus. Und dann drehen wir Optimus Prime einmal um. Da seht ihr schon, was hier dann als nächstes passieren wird. Denn da haben wir die Front von dem Truck. Und bevor wir den Kopf hier verstecken, klappen wir jetzt Optimus Prime auf. Und das ist sehr interessant, denn er kann sich hier tatsächlich öffnen lassen. Einmal hier das Ganze lösen, nach hinten geklappt. Und hier auch nochmal so richtig alles ausgefaltet. Das ist richtig schön zusammengeklappt, das Ganze. Seht ihr das? Na, und als nächstes könnt ihr hier vorne diesen Part hier zusammendrücken. Gibt auch ein schönes Klackgeräusch. Ne? Also keine Sorge, ihr könnt da nichts kaputt machen. Und dann gibt es hier vier verschiedene Klappen, die ihr dann halt alle aufklappt. Ne? Einmal nach da und einmal nach da, links und rechts, alles schön aufgeklappt. Ne? Das ist sehr wichtig, das braucht ihr auf jeden Fall. Dann nehmt ihr diesen Part hier und bringt den komplett nach vorne und packt den hier zusammen. Seht ihr das? Hier sind noch so zwei kleine Zähnchen und da muss das Ganze dann halt raufgeklackt werden. Und dann seht ihr schon, ja, wir nähern uns langsam hier der Truckform. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt auf die Rückseite gehen. Und auf der Rückseite hier bei Optimus Prime gibt es diese große Klappe hier, wo dieses Packhole drin ist. Die öffnet ihr und da lasst ihr dann halt
Optimus seinen Kopf drin verschwinden, das Ganze wieder geschlossen. Na, und dann ja, haben wir das schon mal soweit. Als nächstes können wir hier auf der Seite uns um die Arme kümmern. Und zwar dreht ihr die Arme jetzt hier auf die Seite und dreht einmal diesen Part so weit, bis ihr hier diesen silbernen Streifen habt. Na, und diesen silbernen Streifen komplett einmal so umgedreht. Und dann könnt ihr das Ganze hier an der Seite reinbringen. Dafür mussten wir diese kleine Klappe hier beiseite schaffen. Ne? Sonst hätten wir jetzt den Arm hier nicht reindrücken können. Wird hier ganz locker reingeklackt. Ne? Das Ganze macht er jetzt auch hier auf der Seite. Wirklich sehr einfache Transformation, muss ich sagen. Ne? Silberner Streifen, das Ganze hier nach vorne gebracht und dann hier Optimus seinen Arm reingedrückt. Sehr, sehr nice. Und ihr seht schon, jetzt wird es ganz einfach. Ne? Jetzt heißt es nur noch die Klappen schließen. Und zwar hier auf der Seite einmal das Ganze reingeklappt. Dann hier auf der Seite, na, dadurch gibt es dann auch mal schöne Stabilisierung hier auf der Seite. Auch da das Ganze nochmal gemacht. Und dann, ja, klappen wir das hier hoch, na, das sind nämlich seine Beine. Und dann könnt ihr auf der Seite hier noch anfangen, das hier alles schön zusammenzuklappen. Und ich sehe gerade, einen kleinen Fehler habe ich tatsächlich gemacht, denn diese Klappen hier unten, ich weiß nicht, ob die hier wirklich, doch, die gehören da rein. Da soll das Ganze nämlich noch befestigt werden, ne? Diese Schienbeinklappen, was ich euch gesagt habe, ne? Da wird das Ganze dann hier auch nochmal reingeklappt und dann dürfte das einigermaßen hier passen. Schaut mal, das ist Optimus Prime. So einfach ist das. Aber wir haben ja auch noch den Anhänger. Der ist aber relativ simpel zu verwandeln. Also da macht euch keine Sorgen. Ihr müsst normalerweise das Ganze hier hochklappen. Und diesen Arm, den könnt ihr komplett einmal einklappen. Einmal nach hinten gebracht das Ganze. Und die Ärmchen am besten auch nach hinten gebracht. Damit das Ganze dann so aussieht. Na? Und dann ganz simpel, liebe Leute, einfach hier zusammengedrückt das Ganze. Klack, klack. Fertig ist er. Was ich euch übrigens noch nicht gezeigt habe, ist auf der Unterseite. Ihr könnt den Anhänger normal hinstellen. Hier gibt es nämlich noch so einen kleinen Ständer. Na, den könnt ihr auch einklappen, wenn ihr jetzt Optimus halt mit dem Anhänger halt verbinden wollt. Und das ist natürlich auch recht simpel. Ihr seht ja, hier bei Optimus ist noch dieses große Loch hier am Start. Und der Anhänger hat hier unten natürlich jetzt hier diesen kleinen Nupsi. Und das wird hier einfach raufgelegt, könnte man schon fast sagen. Und dann habt ihr den fertigen Truck, den fertigen Optimus Prime. Das gefällt mir richtig gut. Schönes, klassisches Design. Ich mag vor allem hier nochmal die beiden Autobot-Symbole und dann auch hier diese blauen Streifen hier. Das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Das ist schön gemacht, muss ich sagen. Wirklich ein schöner Optimus Prime. Ihr habt übrigens auch noch die Waffe von Optimus, fällt mir gerade noch so ein. Die könnt ihr hier auch noch verbergen. Also an dieser Figur wird wirklich alles zusammengesteckt, damit hier auch nichts verloren geht. Wir können hier bei Optimus Prime hinten, ihr seht das ja, hier da, wo ich den Kopf drin versteckt habe, da könnt ihr noch den Blaster reinpacken. Den könnt ihr nämlich einmal umklappen und dann so ranpacken, dass dieses Magazin hier nach oben ragt und dann wird er hier auch noch drin versteckt und dann könnt ihr trotz alledem noch hier den Anhänger dahinter packen und dann ist Optimus Prime fertig. Ich muss sagen, er ist toll. Er ist wirklich ganz, ganz toll. Ich bin super glücklich, dass Hasbro mir den hier zugeschickt hat. Das ist so schön, mein klassischer Optimus Prime. Na, wirklich ganz toll umgesetzt und das reicht mir auch. Eine schöne kleine Figur. Na, also mir gefällt das sehr und ihr könnt mir gerne natürlich auch mal unten in die Kommentare reinschreiben, habe ich das gut gemacht? Wie gesagt, ich bin komplett ungeübt in Sachen Transformers, aber Optimus Prime war jetzt keine Herausforderung. Das war eigentlich relativ einfach. Mir fällt gerade auch noch was ein, bevor ich es überhaupt vergesse. Wartet mal, wir packen den mal hier beiseite. Wir können die Tanks natürlich noch ausklappen, fällt mir gerade ein. Hier auf der Seite bei Optimus Prime sind natürlich noch die Tanks. Die gehen hier bei mir ein bisschen schwerfällig, deswegen vergesse ich die auch immer. Aber die könnt ihr noch hier zur Seite bringen, damit das Ganze hier noch ein bisschen Form halt hat. Seht ihr, der hier zum Beispiel geht echt ein bisschen schwer. So, da sieht das Ganze noch ein bisschen mehr nach Truck aus, ne? Da sind die Tanks draußen. Und dann haben wir das soweit fertig. Ja, das ist er, Optimus Prime von Transformers War for Cybertron. Ich muss sagen, eine schöne kleine Figur, eine schöne kleine Erinnerung an die 80er Jahre Transformers. Und ich bin damit wirklich sehr, sehr zufrieden. Das soll es gewesen sein, liebe Leute, zu meiner Review zu Earthrise War for Cybertron Trilogy Optimus Prime. An dieser Stelle gehen übrigens noch Grüße raus an Raging Robot Reviews. Also wenn ihr Bock auf andere Transformers Reviews habt, dann guckt unbedingt auch mal beim Raging rein. Und wenn ihr generell Lust drauf habt, auf Dark Schnegge Reviews ein paar mehr Transformers Figuren zu sehen, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, ich bin raus. Also liebe Leute, macht's gut, bis denne dann und natürlich reingehauen.